Hi zusammen. Ich habe euch heute ein kleines Thema mitgebracht, womit ich mich in letzter Zeit selbst beschäftige und wo ich selbst einfach noch ein bisschen dran bin, das zu ergründen für mich. Und denke aber, dass das ein so unglaublich wichtiges Thema ist, dass ich euch das einfach mitgeben wollte. Je mehr ich mich in meinem Leben jetzt auch schon mit dem Thema Jugendarbeit beschäftige oder auch ein bisschen mit dem Thema Evangelisation, fällt mir auf, wie schnell wir als Christen zwei bestimmte Tipps mitgeben für eine gute Gottesbeziehung. Der erste Tipp ist, bete. Am besten regelmäßig, weil es stärkt deine Beziehung zu Gott, du lernst Gott besser kennen und ja, du erlebst Gott einfach in deinem Leben immer mehr. Schritt 2 ist, oder Tipp 2, lies in der Bibel. Am besten regelmäßig, weil dann lernst du Gottes Weissagungen kennen, du weißt, wie Gott ist, du lernst das, was Gott über sich offenbart hat. Und diese Tipps sind richtig wichtig und sind auch klar verständlich und stimmen auch beide total. Aber ich frage mich, warum gibt man diese Tipps immer als allererstes neu gewordenen Christen mit oder jetzt Leuten, die Schwierigkeiten haben mit ihrer Gottesbeziehung? Wenn ich mich einfach mal in eine Lage versetzt habe von einem, der mal aus einer ganz egoistischen Perspektive Gott fragen möchte, hey, was habe ich davon, dass ich, Mensch, Zeit in eine Beziehung mit dir investiere, wenn ich durch dich, Jesus, doch irgendwie sowieso gesichert bin, gerettet bin, einen Platz in deinem Himmel habe? Deswegen habe ich einfach mal die Bibel aufgeschlagen und wollte nachschauen, was sagt uns Gott selbst in seinem Wort zu genau diesem Thema? Warum sollte ich mich nach ihm ausstrecken? Wenn du dich nach Gott ausstreckst, dann leuchtest du. Es gibt in der Bibel viele Verse über das Thema Freude. Aber ein Vers hat es mir besonders angetan. Der steht in Nehemia 8, Vers 10. Und da steht einfach, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Das heißt, der erste Punkt, der mir richtig wichtig geworden ist, es gibt nichts anderes auf der Welt, was dich und mich als Kinder Gottes zum Leuchten bringt oder mehr zum Leuchten bringt, als Freude an Gott zu haben, als Freude am Herrn zu haben. Es gibt nichts, was Menschen mehr zu uns bringt, was uns mehr auszeichnen kann, als Freude an Gott zu haben. Und diese Freude entsteht durch Nähe. Und es gibt ja auch diesen einen bestimmten Vers in der Bibel, als Jesus gefragt wird, was ist das Wichtigste der Schrift? Und er klar und deutlich sagt, liebe Gott von ganzem Herzen und liebe Menschen mit ganzer Hingabe und ganzem Herzen. Mir geht es jetzt aber eher mal um den ersten Teil, diesen liebe Gott von ganzem Herzen. Weil ich glaube, genau das ist mit Freude am Herrn gemeint. Das hört sich erstmal richtig schwierig an. Und ich will da jetzt drauf noch gar nicht direkt eingehen. Aber ich will nur mal, dass ihr das im Hinterkopf behaltet, dass Freude am Herrn die größte Stärke ist, auch wenn es erstmal nach einer riesen Challenge klingt, wirklich mit kompletter Hingabe Gott zu lieben. Wer sich nach Gott ausstreckt, der ist weise. Ein Vers in der Bibel spricht, rufe mich an, so will ich dir antworten und dir große und unbegreifliche Dinge verkünden, die du nicht weißt. Jeremia 33, Vers 3. Gott möchte uns Dinge offenbaren in der Zeit mit ihm, von der wir davor noch gar keine Ahnung hatten. Das Thema Berufung ist für viele Christen eine große Schwierigkeit. Zu wissen, was Gott von einem verlangt, ist oftmals ja, gebunden an Sorgen, an Ängste, an Zweifel. Und Gott spricht uns zu, hey, wenn du dich nach mir ausstreckst, dann bist du erstens stark, du wirst leuchten, und du wirst weise werden. Gott wird uns in der Zeit mit ihm Dinge offenbaren, die er vermehrt Leuten offenbart, die sich wirklich in ihn investieren wollen, die ein reines Herz haben und sagen, Gott, ich möchte, dass du zu mir sprichst. Und die auch ein offenes Herz dafür haben und sich die Zeit nehmen. Und der dritte Punkt ist, wenn du dich nach Gott ausstreckst, wirst du gesegnet. Steht in Psalm 1, also der allererste Psalm, der jemals geschrieben wurde. Und da steht einfach drin, er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Wenn du dich nach Gott ausstreckst, bist du wie ein Baum, der genau das hat, was er braucht, um reiche Frucht zu tragen. Um ein Baum zu sein, wo man vorbeiläuft und sagt, boah, Mensch, der sieht aber immer gut aus, der hat immer Früchte, der sieht nie vertrocknet aus. Was die Stärke darin ist,
ist, dass du unabhängig wirst von deinen Umständen. Dieser Baum ist nicht abhängig davon, wie das Wetter ist, ob Regen kommt, ob die Sonne zu heiß ist. Ist nicht abhängig davon, was in der Nähe drumherum um ihn passiert, sondern dieser Baum hat alles, was er braucht in seiner Beziehung zu Gott. Und dann wird auch noch dieser zusätzliche Satz hinzugefügt: Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Gott liebt solche Menschen. Gott liebt Menschen, die sich in ihm verankern wollen und segnet das Gelingen solcher Menschen. Das heißt, um das Ganze nochmal zusammenzufassen, wenn du dich anfängst, nach Gott auszustrecken, dann wirst du leuchten für die Menschen. Du wirst weise werden und du wirst gesegnet sein. Und deswegen habe ich angefangen, genau das für mich in Anspruch nehmen zu wollen. Ich habe angefangen, in meiner Zeit mit Gott ihm das zurückzusprechen, zu sagen: Gott, du willst mir neue Dinge verkünden, die ich noch nicht weiß. Bitte zeig sie mir. Gott, in deinem Wort steht drin, dass die Freude an dir meine größte Stärke ist. Bitte lass das in meinem Leben geschehen. Oder: Gott, hilf mir zu vertrauen, dass ich in dir alles habe, was ich benötige, weil du die ewige Quelle bist, die mich bis ins Leben, bis ins ewige Leben bringen wird. Und es sind einfach Verheißungen, die sind so stark und von denen ich immer sehr distanziert war, wo ich immer so einen Schritt zurückgenommen habe, gesagt habe, ja, das sind so Extremer, die Jesus ins Spiel gebracht hatte. Wo er gesagt hatte, hey, liebt euren Vater von ganzem Herzen oder liebt Gott von ganzem Herzen mit ganzer Hingabe. Aber ich glaube, dass es gar nicht an uns liegt, das zu erfüllen, sondern dass wir Gott darum bitten. Und das kann mit einem einfachen Gebet anfangen. Und da möchte ich dich ermutigen, dass wenn du Schwierigkeiten hast in deiner Zeit mit Gott, dann konzentriere dich mal nicht nur darauf, mehr Bibel zu lesen und mehr zu beten, sondern Gott mehr darum zu bitten, das in deinem Leben zu offenbaren. Weil Gott liebt solche Gebete. Das hat bei mir jetzt einfach schon richtig gut funktioniert, weil ich mir immer mehr Zeit genommen habe und ich schon gemerkt habe, wie ich Freude am Beten entwickelt habe, wo ich oftmals eher ins Gebet reingegangen bin und dachte, jetzt mache ich es halt noch aus einem guten Gewissen heraus, weil es manchmal dann schon anstrengende Tage gab. Aber ich mich genau an den Tagen motiviert habe, einfach Gott einzuladen und dann echt oftmals eine Freude aufgekommen ist, wo ich einfach dankbar für war und gemerkt habe, hey, so kann wirklich eine lebendige Beziehung zu Gott bestehen, die sich auch durch diese schwierigen Tage trägt und die auch über diesen anstrengenden Zeiten steht, dass Gott wirklich meine Freude wird. Als abschließenden Vers möchte ich euch einfach einen Vers aus den Sprüchen vorlesen, um euch einfach nochmal zu ermutigen, dass es nicht an euch liegt und an eurer Leistung, sondern dass euer Wille wichtig ist. Und wenn ihr diesen Willen habt, zu sagen, Gott, ich möchte dich besser und tiefer kennenlernen, dass Gott es auch führen wird. Sprüche 16, Vers 9 steht drin: Das Herz des Menschen denkt sich seinen Weg aus, aber der Herr lenkt seine Schritte. Du kannst nichts aus eigener Kraft erreichen, sondern nur, wenn du Gott einlädst. Und ich kann dir versprechen, wenn du einfach wirklich anfängst, dich nach Gott auszustrecken, dann wird es einen Rieseneffekt auf dein Leben haben und du wirst einfach Freude an Gott haben, du wirst Freude an den anderen Dingen in deinem Leben haben. Und dein Leben wird sich insgesamt einfach immer zum Besseren verändern, weil wir dann einfach wirklich wie ein Baum werden können, der alles hat, was er braucht in jeder Situation. Und daran arbeite ich jetzt selbst echt weiterhin in der kommenden Zeit, all den kommenden Jahren, die ich hoffentlich noch leben darf, und möchte euch das auch einfach wirklich als Ermutigung zusprechen, dass ihr es mal ausprobiert für euch. Und wünsche euch auf dem Weg ganz viel Kraft und viel Freude an Gott.